Ja, hey ho ihr Lieben und willkommen zur nächsten Runde Timberborn. Mal schauen, was wir jetzt hier so Hübsches anstellen. Und ich reagiere wie immer nochmal kurz auf ein paar Kommentärchen. Und zwar hat mir Black Knight geschrieben, dass das super aussieht und er würde neben der Treppe für den Wolkenkratzer noch einen zweiten ballern. Damit die sich vermehren können. Ich muss hier nebenbei bei YouTube lesen. Ich habe die Kommentare offen. Und ich habe da mal was vorbereitet, gerade eben auf die Schnelle. Und zwar haben wir hier... Ich muss mal das Mikrofon mal kurz umpositionieren. Sekunde. Ah, so ist das doch viel angenehmer. Genau, und zwar habe ich hier schon mal so einen kleinen Ausläufer hingebaut mit der Treppe. Na, die Treppe habe ich da einfach angeklemmt. Und ich habe mir gedacht, hey... Klatschen wir doch direkt Häuser hin, oder was? Machen wir hier Wohnraum, machen wir hier, dann machen wir hier gleich einen Dreier. Oh, ein Dreier, so ein schöner Dreier hier. So. Und dann haben wir hier nämlich noch so einen Hottentottenbunker hochgezogen. Und klemmen noch ein paar Wege an. Geil, oder? Schon läuft der Lachs. Schon läuft der Lachs. Das Weiteren, hat mir Butcher geschrieben, hab noch einen kleinen Gedanken für die Zuschauer. Benennt doch die Biber nach Namen, zum Beispiel Butcher. Und wenn ihr das auch möchtet, dann haut mir gerne das mit hier rein in die Kommentare. Weil dann weiß ich das dementsprechend auch. Sollten Hintergrundgeräusche auftauchen in irgendwelchen knacken und knallenden Formen, tut's mir leid, aber mein Meerschweinchen im Hintergrund spielt wieder mit seiner Stanze rum. Genau, Namen. Namen. Wir fangen unten an. Bei den Jungtieren. So, wen haben wir denn hier? Hier. Ich mache einfach mal den Anfang und benenne ihn, nach, Butcher 5776. Herzlichen Glückwunsch und willkommen ins Spiel, mein Freund. Klack. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin, dass ich mir das merke, dass ich die immer wieder umbenenne. Ansonsten müsst ihr mich daran erinnern, weil das ist mit Sicherheit irgendwie sowas, das verdaddel ich. Weil ich bin hier so konzentriert im Planen und Machen und Tun und das vergesse ich safe. Aber das ist ja noch nicht alles. Nein. Wir hauen gleich den Nächsten hinterher. Und zwar hauen wir Black Knight hinterher. Grüße. Alter, Finne, 3x9 und 2 Einsen drinne, das ist doch schon mal eine Herausforderung. Willkommen im Spiel. Jetzt musst du nur noch erwachsen werden. Ist gut, oder? Ja, schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. So, jetzt muss ich im Hintergrund einmal Steam auf laut ausmachen, weil ich werde hier schon wieder angeschrieben. Und dementsprechend nicht erschrecken, ich hüpfe hier einmal im Hintergrund, einmal bei Steam rein und sage Tschüss, Sounds. So, ganz einfaches Tennis. So, lalalalalala. Weiter geht's. Gut, dann haben wir das. Deswegen, des Weiteren wurde mir geschrieben, pass auf hier, ne? Hau doch nochmal so einen Bunker bei der Nahrung mit hin. Und ich hatte dann so geguckt, gerade eben. Ich lese mir die Kommentare ja vorher durch und guck mir das dann nochmal an. Und hab so geguckt, so runter und denken, so weit ist der Weg jetzt eigentlich auch nicht. Da so hoch. Hab mir dann aber gedacht, nee, machen wir trotzdem, weil dann kommen die Leute, die hier sind, können sich dann auf den Bereich hier konzentrieren. Wir brauchen ja nachher noch Sanitäter und hast nicht gesehen. So ein paar Killerbiber brauchen wir auch. Zum Glück ist ein Friedhof. Und ich habe ja auch schon mal angefangen, Ressourcen abzureißen tatsächlich. Das mache ich jetzt auch einmal weiter. Weil ich möchte eine Sache vorher noch machen. Und zwar will ich den Weg hier oben lang ziehen. Dass der ganze Bums schon mal miteinander verbunden ist tatsächlich. Das halte ich für eine äußerst gute Idee. Weil so haben wir hier hinten den Bibern auch schon mal die Möglichkeit geschaffen, hier hochzulaufen. Hier rüber zu laufen. Moin! Das ist übrigens eure Sonntagsfolge heute. Ich nehme die Tatsache auf den Sonntag schon auf. ja, Soundprobleme, ne? Soundprobleme. Das ist für die Nerds hier unter euch. Bei mir hat sich ein Preamp abgeschossen.
ein Fettert, der mein Mikrofon mit mehr Strom versorgt und das Signal nochmal so ein bisschen verstärkt, dass das auch vernünftig klingt. Und ja, der war kaputt. Ergo ist er gestern angekommen und dann war ich gestern einfach nur müde und kaputt, weil ne, Kleingartenarbeit war auch noch angesagt. Und dann lagst du nachher nur noch, ich bin keine Ahnung, um 10 ins Bett gegangen oder so. Ich habe nicht lange gemacht und bis heute Morgen um 10 geschlafen. 12 Stunden, herzlichen Glückwunsch, war wohl nötig. Genau, so, weiter im Text. Ich habe hier in der Zwischenzeit auch mal ein Holzlager hingesetzt, weil, die hier, die arbeiten ja auch mit Holz. Und, ja, hallo YouTube, schreibt mein bester Isra, mit dem ich zusammen auf dem anderen YouTube-Kanal von mir auch immer so ein bisschen Welle mache. Wir nehmen zusammen auf und er schreibt hallo YouTube, ergo, hallo. Jetzt winke ich, während die Kamera ausgeschaltet ist. Das ist gut, ne? Gibt demnächst übrigens meine kleine Visage hier auch im Spiel zu sehen. Ich werde mal gucken, dass ich mich hier unten in die Ecke mit reinsetze. Dafür muss hier aber vorher noch umgebaut werden. Dauert noch ein bisschen. Ja, wird wahrscheinlich nächste Woche passieren. Irgendwie so, wenn alles gut geht. Und dann sieht man mich auch dementsprechend einmal ein bisschen hier mit drinne. Daumen nach oben! Vergesst den Daumen nach oben nicht! Ach... Mir wurde gesagt, ich soll ein bisschen mehr Call to Action einbauen, also, ne, like and subscribe und kommentiert. So, Schuldigkeit getan, passt. Gut, weiter im Text. So, genug gesabbelt. Wo klatsche ich denn hier das Hochhaus hin? Hier vorne hatte ich mir überlegt, haben wir noch ein paar Moffelkartoffeln hin? Weil wir haben es ja. Ja, Nutzpflanzen anpflanzen, ein paar Moffelkartoffeln hier hinsetzen. Hier, komm, klatsch hin, da, tschüss. Das mit dem Abreißen, ich finde das mit dem Abreißen so geil, weißt du, da reißt du eine Fläche, dann hast du da so einzelne Dinger drin. Trigger-Alarm. Das war jetzt dumm. So ist das auch feini. Das machen sie schön, oder? Ich finde, das machen sie toll. Ich bin da hellauf begeistert von. Ah, ein Träumchen. Gut, hier, ne, dann können wir da nämlich auch noch ein paar Kartoffeln anpflanzen. Kartoffeln. Sehr schön, dann haben wir das auch. Genau, dann wollen wir hier noch ein Hochhaus hinklatschen. Ich weiß noch nicht wo. Ich hätte kackendreist gesagt, hier oben hin, ne? Komm, das machen wir. Das machen wir. Können wir das schaffen? Sorry für den Ohrwurm. Gut, Häuser. Häuser. Hab gehört, hier ist auch hübsch. Machen wir mal hier 4 Stück hin. Und... Boah, reißen diese nervigen Bäume hier vorne ab. Ist ja widerlich. Okay, dann brauchen wir hier noch ein bisschen. Ja. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier irgendwo auch die Treppen zwischengehe. Es ist mir schon wieder passiert. Hallo. Ich wollte gerade sagen, irgendwas haut hier nicht ganz hin. Irgendwas ist hier noch nicht ganz richtig. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich das hier jetzt wieder sinnvoll mache. Mir fehlen diese Wendeltreppen nach oben. Ne? Einfach hinsetzen, Etage, tschüss. Das war schon cool. Aber das heißt ja nicht, dass wir das nicht hinkriegen hier, nicht? Also, so ist das ja nun nicht. Ja. Alles im Rahmen des Möglichsten. Dann müssen wir hier wohl ein bisschen tricksisieren. Guck mal. Zack. Oh, das ist aber gut. Guck mal, das ist doch Kunst. Das war schon Kunst hier. Das kann doch weg. Hm. So, dann ist der erste schon mal angeklemmt.
Ist der zweite angeklemmt. Irgendwie gefällt mir die Optik von dem Muster, was sich hier gerade ergibt, so ein bisschen, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Irgendwie finde ich das cool gerade. Ich weiß nicht warum. Wenn das jetzt auch noch alles so funktioniert wie soll, ne? Das wäre ja so 10 von 10. Halt, da habe ich noch einen Weg vergessen. Schade, dass man sich das nicht als Blueprint einfach abspeichern kann. Was machen wir mit ihm hier? Ein Klassiker? Machen wir den Klassiker, komm. Wir machen den Klassiker. Hier, bitteschön, viel Spaß. Ey, das ist irgendwie witzig. Hui. So, bitteschön. Da habt ihr eure Häuser. Dieses Gebäude ist nicht durch Pfade mit einem Bezirkszentrum verbunden. Halte ich für ein Gerücht. Absolut halte ich das für ein Gerücht. Eigentlich müsste ich das hier auch nochmal lang spiegeln, ne? Eigentlich müsste ich das hier nochmal lang spiegeln. Aber irgendwie gefällt mir das. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt geht's los mit Treppe, Treppe, Treppe. Denn hier, hier und hier. Treppe, Treppe, Treppe. So, wait. Die erste hört bei 2 auf. Ah, Denkfehler. Ja, pass auf. Aufpasse. Haben sie hier bis hier oben, haben sie ein Tor. Drei hoch. Ich versuche das jetzt gerade wirklich zu spiegeln, ne? Also ich bin kein Spiegelprofi, das sage ich euch direkt, wie das ist. Speichern! Aber ich versuche es trotzdem zu spiegeln. Challenge! Ja, komm, dann kannst du hier nochmal einen, ups, einen so einer mit hinballern. Und er hat unten einen und dann zwei immer. Und dann hat er wahrscheinlich zwei sitzen. Hm? Und dann hat er hier eine Treppe, hier eine Treppe, hier eine Treppe und das Ding. Fast gesagt, wir ballern das Ding hier unten rund, ganz einfach. Ganz ehrlich und ganz einfach, weil der geht dann hier runter. Der kann dann hier runter. Ah. Sieht ja schon mal gar nicht so gut aus, so falsch aus. Und der geht dann hier oben bis hier ran. Und geht dann hier runter. Mein Gott, was eine Geburt. Da hinten. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch irgendwo ins Leere gedrückt. Irgendwo ging das hier doch gerade voll in die Leere. Möge es sie meine Leere sein. Gut, haben wir auch. Hoppet wie auch. So, viel Spaß beim Bauen.
Vom Puffentuffendunker, Bunker. Okay. Das haben wir, das haben wir. Essenstechnisch wollte ich, wir haben 41 Leute, die nichts zu tun haben und sie uns nur die Haare vom Kopf mampfen. Ja? Das ist aber schon mal hier so ein bisschen frech, ne? Den hätte ich hier ganz gerne nochmal einen Produktionsplan für gegrillte Kartoffeln. Nur, dass wir uns da mal drüber gehauen. So ein bisschen. Das ist unsere Mühe. Ich habe ja irgendwie auch Bock auf die Getreidemühle. Der Getreide, das war das Brot nicht so, dass das immer so fett ergibt? Ach du Scheiße, was habe ich hier denn getan? Wie ist das Wasser weg? Hallo? Entschuldigung? Ich wollte gerade sagen, wieso ist das Wasser weg? Wo ist es hin? Also ich bin jetzt ja schon vieles gewöhnt, ne? Aber dass das Wasser einfach so weg ist. Hui, schwierig. Upsi. Möge das Wasser steigen. Genau, da wurde mir auch noch ein Kommentar geschrieben, von wegen, man kann ja diese Pumpen bauen. Warte, ich muss mal gucken. Hier, Butcher hat nämlich geschrieben, zu den tiefen Pumpen, die sich Flüssigkeitsableiter nennen, die soll ich mal bauen. Und damit kann ich denn... Damit kann ich denn... Ja, auch so Gräben befüllen und so weiter. Mache ich auf jeden Fall auch noch. Will ich mal gucken, wie das funktioniert. Aber erstmal überlegen, ob ich die Gräben nicht einfach sprenge. Ja, ob ich nicht... Ja, wir haben hier voll den fetten Bereich, ne? Ich fühle ja eigentlich hier in dem Bereich schon eine fette Weizenfarm, ne? Bin ich ja ganz ehrlich. Ich fühle hier eine Weizenfarm. Also der mit so einem Wasser, wo bis hier ein Kanal geht... Der müsste doch dann hier auch alles grün machen, oder? Oder so zwei Kanäle würden ja auch reichen. Machen wir zwei Kanäle hier rein. Aber dafür brauchen wir Sprengstoff. Und dann vielleicht mit so einem Flüssigkeitsableiter da immer mal ein bisschen was reinpumpen. Oder man macht die fest. Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe noch absolut keine Ahnung. Aber dass das Wasser wieder rausgelaufen ist, finde ich schwierig. Ich bin gerade schon gewundert, ich denke, hey... Hier kannst du mal auf 90 hochgehen, damit das Wasser immer so einen Ticken höher steht wie hier, damit das immer reinläuft. Eiskalt das ganze Wasser verdunstet, ey. Ist ja widerlich. Ja, und es wird auch Zeit, dass wir wirklich hier Stück für Stück mal an. Was tut ihr? Aha. Aha, aha, aha. Läuft das Wasser schon rüber? Also müssen wir hier theoretisch. Also, wir haben hier den Damm auf 1,90 Meter sitzen. Also 5 drüber. Und dann gehen wir eben nochmal ein bisschen runter. Wie gehen wir dann auf 1,85 runter? So, schwupp Wasser raus. Auf 1,95 hoch, dann können sie das erstmal abarbeiten. Wir haben hier Pumpen. Pumpen haben wir hier, Pumpen. Überflutetes Gebäude. Ach du Schreck. Blutung. Ja, das ist... Ach du Hilfe. Hey, Kollege, du kannst auf 1,85 zurück. Damit hier mal ein bisschen Wasser wegkommt, ne? Theoretisch müssen wir hier einmal kurz Flutung machen. Hier, mach mal leer den Bestand. Lass mal leer laufen den ganzen Tümpel hier. Ja, den hier auch.
Und tschüss. Oh, jetzt fließt das Wasser ja mal ein bisschen runter. Machst du den auf 80? So, jetzt müsste das Wasser ja theoretisch hier hinten nach und nach wieder verschwinden. Das müsste sich ja hier vorne wieder angleichen, ne? Was ist hier los? Hier ist auch auf 80. Da müssen wir uns anscheinend schon für eine Höhe entscheiden. Aber ich würde hier gerne mal das überschüssige Wasser ablaufen lassen, einmal kurz. Wir lassen den Tümpel jetzt hier vorne einmal leerlaufen, den Bachlauf. Wir füllen ihn dann dementsprechend wieder. Damit wir den Wasserstand hier einmal verringern, damit die Gebäude nicht mehr beflutet sind. Bevor uns hier auch noch die ganzen Bäume... Bevor uns hier auch noch die ganzen Bäume abnippeln, wollte ich eigentlich nur sagen. Ja, das funktioniert ja. Bitte. Ah, jetzt kommt's. Es geht los. Jetzt geht's los. Oh, Gott sei Dank. So. Irgendwelche bliebenen Schäden hier? Nö, keine bliebenen Schäden. Durch Kontaminierung eingegangen, das ist kalkulierbar. Gut, also hier wieder rein. Du kannst mal hier wieder 85 machen. Ich mag das mit diesen 5er Schritten. Das ist besser einzuplanen, als immer nur bumm, 1, 1,5, 2. Machst hier auch 85 und hier machst du auch wieder 85. 85 war ein gutes Maß. So, und ihn hier lässt du einfach nur auf 80 stehen. Dann staut sich das Wasser nämlich jetzt hier wieder überall an. Darf ich das jetzt nicht mal 85 haben, oder wie? Den muss ich immer auf 80 runter, nützt ja nichts. Jetzt sollte das Wasser eigentlich langsam zurückgehen. Theoretisch. Weil er hier... Ja, wo läuft das Wasser hin? Das war jetzt dumm. So kann man mit der Wasserphysik auch Mist machen. Ja. Ich stehe schon auf 0,8, ne? Also in der Theorie, Autosave, deswegen mache ich gerade nichts mehr. Hoppala. In der Theorie kommt auch mal ins Wassertank rein, ne? In der Theorie sind aber 85 doch ausreichend gewesen. Oder gab es ein Update, dass sie das nochmal nachbearbeitet haben, weil ich nicht gerollert habe? Dann lassen wir sie eben auf 75, ist doch auch kein Ding. Kannst du den auch gleich auf 75 lassen. So, dann muss das Wasser hier gleich wieder abhauen. Man kann ja durchlaufen. Dann muss ich ja alles auf 75 setzen quasi. So, lass laufen. Jetzt müsste sich das da hinten noch wieder fangen. Das geht auch noch so lange gut, bis mir der Kragen platzt und ich hier vorne einfach eine Mauer lang ziehe, ne? Was langsam übrigens in greifbare Nähe rückt. Und meine nur. Die Spielereien mit dem Wasser. Mögen die Spiele beginnen. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. So, läuft das hier langsam zurück oder was los? Hallo? Wasser, zurücklaufen. Gehen wir mal auf 70 runter? Gefällt euch 70 vielleicht besser?
Ja, 70 gefällt ihnen besser. Jetzt läuft wieder zurück. Sehr schön. Dann bleibt das eben alles auf 70. Dann ist das jetzt so. So. Meine Güte. Ah, was eine Geburt. So, wie weit sind die Hütten? Natürlich sind die Hütten fertig. Es war nicht anders zu erwarten. Naja. Ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Hm. Hm. Kommst du da ran zum Bauen? Falls ja. Deko! Laterne! Ich mag Laternen. Laternen sind cool. Aber kommen sie da ran? Ach, die kommen da ran, ist nicht dein Ernst. Oh Gott, 72 schon? Okay. Ich wollte die Steuerung C und Steuerung V drücken, weil ich hier noch ein paar Schlepper bauen wollte. Es geht hier gar nicht. Aktuell läuft bei mir auf meinem anderen Kanal nämlich The Crust und da bin ich so ein bisschen rechte Maustaste geschädigt. Und dabei wollte ich hier doch eigentlich nur ein bisschen rumbiebern. Wir brauchen hier noch ein paar Leute. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Schlepperleute. Lebensverwaltung, hier, Bezirksverwaltung. Lebensverwaltung ist auch nett. Bezirksverwaltung. So, hier, mach mal fertig die Knüppel. Kommt mal ran auf den Meter mit den Ressourcen und dann mach mal fertig, doch. Da können wir gleich mal 10 Leute hoch und 10 Leute hoch und dann können wir hier nochmal einen zusätzlichen Bauarbeiter bauen. Den Piper-Bauarbeiter. Bing! Die Baubiber bitte zum Bauen. Ach, schönes Spielzeug. Entschuldigung, das muss einfach mal sein. Aber so, sonst läuft doch, oder wenn? Dicke Backen? Der Biber mit den dicken Backen. Schön ab zum Zahnarzt mit dir, du. Du brauchst doch noch ein bisschen Zähnchen schleifen, dann. Oh yes. Dann haben wir das auch. Oh, ich sag ja, ich sehe hier hinten so ein geiles Getreidefeld, ne? Also Essen passt. Essen passt, Trinken passt. Das ist schon mal super. Das ist geil, also wir haben normale Kartoffeln hier. Wir haben genügend Karotten, genügend Grillkartoffeln. Mach ich das? Mach ich das oder mach ich das nicht? Komm, ich mach's. Ich mach's. Komm, wir bauen noch mal eine größere Menge hier hin. Einfach so just for fun. Bling, bling. Hui. Und dann setzen wir gleich noch mal dasselbe. Hier mit hin. Ebenfalls. Oh, 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 das waren die falschen. Oh. Dann machen wir den Aufgang hier hin. Heidi Wieska, da muss ja noch einer mit zwischen, wa? Halte mich für naiv, aber fehlt er nicht wert? Oh, euer Ernst, reiß den Mist hier ab. Das vergesse ich doch nachher wieder. Das vergesse ich doch nachher wieder. Ja, genau, haut's weg, macht's kaputt. Ja, gib alles, komm schon. Du schaffst es, ich bin stolz auf dich. Ja, gib's ihm. Hau sie alle kaputt. Danke. Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt hier doch mit dem Weg nicht.
So, hier hätte ich ganz gerne gegrillte Kartoffeln, nicht? Hier hätte ich auch nochmal ganz gerne gegrillte Kartoffeln, nicht? Und hier hätte ich ganz gerne ein paar rohe Kartoffeln, du. Auf weil wir so gut sind, hätte ich hier ganz gerne ein paar rohe Kartoffeln, du. So, viel Spaß. So, und den Bums, den spiegel ich hier drüben jetzt auch nochmal. Wir haben auch 60 Leute, das passt, also Attacke. So, Nahrung. Bauernhaus. 1, 2, 3. Hier noch ein bisschen Poncidos Vigos Totalus. Dann ziehen wir den hier lang. Und hier hoch. Geil ist auch. Hier oben ist er so voll. Da ist er so voll. Da geht auch ein bisschen was. Ein kleinen Ticken geht noch. Wir müssen es ganz vorsichtig machen. Los, vorsichtig sein. Wir müssen ganz vorsichtig uns an die 80 wieder ranpirschen. Dann läuft da auch Wasser wieder rüber. Genau jetzt. Ich sagte genau jetzt. Läuft doch. Nein. So, dann müsste der Wasserstand hier langsam auch steigen und darüber hinaus müsste das dann hier langsam aber sicher grüner werden. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Und dann machen wir noch eine Kleinigkeit, weil wir gerade so gut dabei sind. 1, 2. 3, ich hab die hier vergessen, ich weiß. Ich hätte mir das mit dem Lager hier vorne schenken können. Egal, jetzt steht's da, jetzt ist es mit integriert und bleibt's da. Ich könnte ja theoretisch auch Bretter hier reinlagern, ne? Bitte, danke und so. Ein Träumchen. Dann ist das auch erledigt? Ja, Freunde, ich würde sagen, aber das war die heutige Folge. Wie gesagt, vergesst nicht auf jeden Fall im ganzen Jahr einen Daumen nach oben zu geben und kommentiert fleißig weiter. Ich finde das mega cool. Ich freue mich immer drüber. Und falls noch nicht geschehen, lasst den Kanal hier gerne ein Abo da, damit der hier ordentlich wachsen kann. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und tschüss.